Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und Riley ist ganz aufgeregt, weil wir sind ja umgezogen im letzten Part. Und ich habe das Ganze ein bisschen zurecht gemacht hier. Ich habe hier so ein paar Sachen platziert, die wir so besessen haben. Hier ist unser Fernseher zum Beispiel. Ich habe diesen Wissenschaftstisch hier unten platziert, also in der Garage, weil ich fand das realistisch. Realistischer als im Kinderzimmer. Das hier ist jetzt Avas Zimmer und das hier ist Adrians Zimmer. Und ich glaube, erstmal ist das ganz süß, klar. Wir können natürlich immer noch mehr Sachen machen. Ich habe hier den Schachtisch nach draußen gestellt, auf dem Balkon. Und wir haben unser Baumhaus natürlich noch. Aber ich denke, mit der Zeit werden wir dann einfach die Sachen einräumen quasi. Also wir haben ja noch ein bisschen Geld. Aber ich wusste jetzt nicht, was wir noch irgendwie platzieren sollten oder so. Ich habe ein paar Sachen ausgetauscht. Zum Beispiel den Kühlschrank und den Herd. Ich habe hier zwei Badezimmer draus gemacht. Und ja, ansonsten schauen wir einfach mal, was wird. Die kleine Babymaus, die muss mal ganz dringend schlafen. Deswegen legen wir Adrian mal direkt ins Kinderbett. Es ist halt auch ganz cool, dass wir jetzt zwei Etagen haben. Also, weil ich finde, das wirkt immer reicher. Klingt das dumm? Also, ich finde es ganz cool. Und die kleine Maus, die freut sich anscheinend auch. Oh, wir könnten noch ein Bettchen kaufen für Lini. Aber so richtig Platz haben wir dafür nicht, ne? Also, wenn dann hier unten. Das ist ein bisschen klein. Wenn, dann brauchen wir so ein großes. Dann kann die Maus wenigstens schön schlafen. Guck mal, es ist auch so grün. Passt hier doch dazu. I like it a lot. So, die schauen sich hier schon direkt alles an. Ich finde es sehr süß. Eine Videospielkonsole kaufen. Achso, ich habe hier draußen auch Hüpfekästchen platziert, aber der Schnee ist zu tief. Aber ich finde es trotzdem cool, weil die sich das ja immer wünschen. Und sie kann erstmal ihr Buch weiterschreiben, weil sie fühlt sich ganz gut gerade. Let's go. Nein, sie wechselt ihren Job nicht. Das machen wir nicht. Ich habe gesagt, wir machen so viele Sachen, wie es geht. Aber wir wechseln nicht den Job, weil das ist ihr Lifetime-Wish. Oh, da muss sie nicht unbedingt. Aber ich wechsle den Job nicht. Nee, will ich nicht. Die kleine Maus fühlt sich auch ganz gut. Dann kann sie was essen und dann kann sie weiter einen Zaubertrank entdecken, damit sie ihren Freund hier zum Leben erwecken kann. Apropos, den können wir mal hier hinsetzen, damit der dann auch bald wieder zum Leben erwacht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön hier. Ich freue mich. Ich habe auch überlegt, ob ich den Tisch weiter in den Raum ziehen soll. Aber es ist ja morgen auch Schneeflockentag. Und eigentlich ist das auch ganz süß, wenn das hier so am Fenster quasi ist. Also und außerdem kann man dann hier diesen Geschenkeberg platzieren quasi. Ich hoffe, dass das ausreicht, weil Sims ist manchmal ein bisschen wild. Also Sims 3. Aber ich möchte das auf jeden Fall machen. Also so diesen Schneeflockentag feiern. Weil das ist voll cool. Außerdem lieben wir Geschenke. Die kleine Maus wird in 3 Tagen zum Kind. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und die kleine Maus hat noch 2 Tage. Das könnte heute passieren, theoretisch, oder? Spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Wir schauen mal. Erstmal ist ja morgen Weihnachten dann. Leni hat auch nur 3 Tage, dann wird sie zur Seniorin. Meine Güte. Hier, wie wäre es, wenn ihr euch ein bisschen lieb habt? Guck mal, Spezi ist auch schon wieder hier. Top, die Wette gilt. Dann könnt ihr noch ein bisschen Tau ziehen. Ich frage mich, ob das bei Zerstörung hilft. Weil eigentlich müsste es das ja, oder? Na, nicht wirklich. Dann soll Spezi sich gleich einfach mal einen Spielzeug holen. Ich habe mich jetzt auch für eine Duschwanne quasi entschieden. Macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Weil hier hat das halt nicht mehr reingepasst. Und ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt größer machen. Deswegen die süße Maus, ey. Immer verkackt die hier. Ja, dann muss sie halt mal eben duschen. Dinge passieren, ne? Also irgendwann, da kriegt die das schon hin. Spätestens dann als Teenager. Guck mal, Leni hat jetzt auch richtig viel Platz. Das ist richtig süß. Hallo? Ja, lass sie bitte duschen, Spezi. Sie möchte nicht vor dir sich nackt ausziehen. Kann ich schon nachvollziehen. So, um 21 Uhr kann man auch schon mal schlafen gehen, würde ich sagen. Dann können wir da die Bettverhältnisse auch schon machen. Dann kann sie auch schon mal schlafen gehen. Kann die süße Maus jetzt auch aufs Sofa? Oder ist das immer noch zu wenig Platz? Das wäre natürlich auch süß. Nee, der Tisch passt trotzdem nicht. Ja, dann leg dich doch in dein süßes Bettchen hier. So, und sie kann dann auch noch mal was essen. Und dann auch Haier machen. Also, ich finde, das hier wirkt direkt ein bisschen nach einem mehr Happy Family Life. Ich sag, wie es ist. Ist sehr, sehr schön hier. Hier steht übrigens auch das Teleskop auf der Terrasse. Süß. Ich finde es gerade echt schön. Nach dem letzten Part hätte man nicht gedacht, dass ich noch mal so viel Spaß haben werde. Es tut mir übrigens noch mal sehr leid, dass das so ein bisschen eskaliert ist. Aber ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn das Spiel so reinscheißt. Und die Kamera auch noch, also. Eben ist sie auch nochmal gefreezed, bevor ich aufgenommen habe. Ich schau mal, ich hoffe, dass es
nicht so ist. Also es irgendwie liegt es anscheinend an Sims 3 in irgendeiner Form. Ich habe jetzt extra den Task Manager auch noch offen, um zu sehen, ob das irgendwie an der CPU liegt. Aber eigentlich dürfte es nicht sein, weil ich habe einen High-End-PC. Also da sieht eigentlich alles gut aus. Und ich meine, bisher auch okay. Ich möchte jetzt nicht zu laut schreien. Ich klopfe auf Holz. Und ansonsten, heute meditieren wir ein bisschen. Es ist alles gut. Ja, wir brauchen keine negative Energie. Ach, Sophia beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Gemein. Oh mein Gott. Ich möchte dich nicht haben. 1000 Simoleons gibt das, ey. Diese random Zwerge, die auftauchen. Manchmal ist das echt wild. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, auch wenn der Schnee wieder weg ist, weil dann läuft das Spiel wieder auch ein bisschen besser. Der Schnee ist schon echt, was die Performance angeht. Deswegen habe ich ja auch den Winter kürzer eingestellt. Oh mein Gott, die kleine Maus ist wach. Und hat Hunger. Aber jetzt werden wenigstens nicht immer alle aufgeweckt. Sophia ist ein bisschen glücklicher. Deswegen fütter mal den kleinen Boy. Vom Training hat sie Rückenschmerzen. Relatable. Aber danach soll sie sich nochmal hinlegen. Der kann sich ja mittlerweile schon ganz gut alleine beschäftigen. Ich meine, es ist 3 Uhr nachts. Ich glaube, ich habe zu laut geschrien, Leute. I try to do this. Das Einzige, was halt immer ein bisschen blöd ist, ist, dass es, dass ich dann halt immer aus dem Spiel rausklicken muss. Aber es ist okay. Er kann jetzt ja auch alleine aufs Töpfchen, das ist ja toll. Dann soll er einfach mal ein bisschen musizieren. Adrian Wagner hat soeben ein Töpfchen benutzt, sich sauber und frisch zu fühlen, anstatt in einer schmutzigen Windel rumzuhauen. Ist wirklich eine angenehme Erfahrung. Aber ich habe doch eigentlich die Erinnerung aus. Benachrichtigung deaktivieren. Danke. Aber in dem Fall ist es trotzdem ganz süß. Also irgendwie ist das komplett verbuggt mit diesem Xylophon, ey. Riley hat ein durchschnittliches Urlaubsgeld von 3.900 Simoleons erhalten. Und Sophia von 1.700. Ja, ich möchte auch eine Geschenkparty veranstalten. Direkt sind alle Leute wach anscheinend. Wir haben gar kein Essen mehr. Oha. Aber für unser Vorhaben, also die Feier, müssen wir sowieso kochen. Also die bringen, glaube ich, auch viel Essen mit. Aber trotzdem ist ja schön, wenn der Gastgeber auch ein bisschen was da hat. So, wir machen Einweihungsfeier. Ist natürlich auch süß. Aber wir machen natürlich eine Geschenkeparty. Um 10. Ungezwungene Kleidung. Das hier nicht diese Freundin von Sophia? Ja, ne? Ich lade die jetzt ein. Wenn es die nicht ist, dann ist es ein bisschen peinlich. Noelle darf natürlich kommen. Es ist so traurig, dass sie eine neue Frisur bekommen hat, ne? Das sieht so lost aus. Hier, Clarissa Springs darf kommen. Und wir können ihren Mann, I guess, auch einladen. Wagner Spezi laden wir ein. Den kennen wir zwar nicht, aber klar. Dahlia White laden wir auch ein. Die hasst uns. Nee, das wird schon so okay sein. Wir laden ein paar Leute ein. Soll ja einfach nur ein bisschen süß sein. So, wir haben jetzt 2 Klos. Das ist sehr, sehr cool. Weil jetzt können einfach alle immer auf Klo gehen, wann sie wollen. Sehr schön. So, Sophia kocht jetzt ein paar Waffeln. Sophia möchte Meisterköchin, Küchenprofi und Gourmetköchin werden. Natürlich. Ist gar kein viel zu übertriebenes Ziel oder so. Was für eine Fähigkeit hat sie denn? Oh, Level 1. Weh, die fackelt jetzt die Bude ab. Soll hier heute ein schöner Tag werden. Ey, Dina hat alles gelernt, was es am Xylophon zu lernen gibt. Ey, dieses Kind. Der kann alles. Wir brauchen ein bisschen Sozialbedürfnis. Ah, da ist dieser Geschenkeberg. Kann ich den vielleicht bewegen? Tun wir den nämlich ein bisschen mehr mitten in den Raum. Aber schön, dass es reicht vom Platz. We love it. Und die Waffeln. Das scheint funktioniert zu haben. Das ist auch sehr, sehr schön. Dann kann die kleine Maus auch schon was nehmen. Oh, jedes hat so einen Kuchen mitgebracht. Ein Blaubeerkuchen. Cool. Die packen jetzt alle halt so Geschenke dann dazu. Sophia wird angerufen. Von Kayla. Nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht reden. Hier ist eine Party am Laufen. Dahlia White ist einfach doch gekommen. Ich habe sie nicht eingeladen. Das war nur ein Joke. Ich glaube, irgendwas ist kaputt gegangen oder so. Ich sehe schon. Kurz reparieren. Okay, die Kamera ist jetzt nochmal gefreezed. Ich lasse sie jetzt einfach aus. Ich hoffe, das ist für euch okay. No, das Spiel ist auch abgestürzt. Wir sehen uns dann gleich wieder, I guess. Baby, ich bin back. Diesmal gibt es keinen Blaubeerkuchen, sondern eine Geburtstagstorte. Wild, aber ist okay. Und Dahlia White scheint diesmal nicht da zu sein. Finde ich gut. Aber dafür ist Kaylin Najera hier. Ich akzeptiere das einfach. Ich würde sagen, wir machen direkt einfach mal alle Geschenke auf. Alle sind ein bisschen gestresst, aber das passiert nun mal. Ava ist die erste. Süß. Davon brauche ich ein Foto. Oh, die kleine Maus, sie freut sich. Oh mein Gott, sie hat diesen Ofen bekommen für Kinder. Let's go. Das ist sehr, sehr cool. Okay, okay. Was ist das denn für ein Grinsen? Aber sie freut sich. Yay. Oh mein Gott, einfach eine Konsole.
Das finde ich cool. Noelle scheint die Nächste zu sein. Ich glaube, die Kleinkinder können da, glaube ich, nicht dran teilnehmen. Was sehr schade ist. Bei den Zweien. Jetzt ist Sophia dran. Okay. Auch sie scheint sich zu freuen. Yay. Und eine Gitarre. Eine zweite. Das finde ich süß. Bringt ihr zwar letztendlich nicht so viel, aber es ist trotzdem süß. Diese Frau ist auf jeden Fall schwanger. Ich habe schon gesagt, wir trennen uns nicht von Sophia. Stopp. Ein Outfitplan. Das ist schon eher eine Sache, die wir tun können. Ich hoffe, dass der Wunsch noch bleibt. Weil ich habe jetzt hier gerade nichts, was ich löschen will. Können ja mal Musik anmachen. Gibt es hier nicht irgendwie was Wintermäßiges? Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Oh, sie möchte erstmal Gitarre spielen. Let's go. Oh, die Leute gehen schon? Was? Wo geht sie denn jetzt hin? In Auto sitzen. Warum? Oh nein. Leni. Ich weiß nicht, was sie genau vorhatte, aber... Also es war jetzt nicht so die krasseste Party, aber es war trotzdem süß. Wo zum Fick ist sie? Hä? Weiß ich jetzt nicht. Oh, jetzt ist dieser Wunsch weg. Verdammt. Dann platzieren wir mal unsere Dinge. Ich hoffe, dass man die so benutzen kann. Das Dumme ist halt, dass ich das da nicht drauf oder so stellen kann. Das wäre halt nice. Und den Ofen stelle ich da hin mal. Aber diese Farbe geht ja mal gar nicht. Ich will mir nicht so... Ich will so Grüntöne, aber so schöne Grüntöne. Wie wär's? Das finde ich ja nicht ganz süß. Dann ist es nicht so komplett eskalierend. Das Kind muss kacken. Aber der kommt hier nicht alleine hoch, ne? Ist das Problem. Wie schaut's bei dir aus, Girl? Sie gibt auf jeden Fall ihr Bestes. Geh bitte ganz schnell Kacka machen. Bitte. Bitte. Ach Mann. Da muss sie wohl nochmal duschen. Bleibt ihr nichts anderes übrig. Johnson Hugo Flynn. Wird der einem nicht angezeigt? Ah, dann latsch doch mal zu dem hin. Warum ist der bei Candles Kittenparadies? Ich glaube, er ist ein Vampir oder so. Oder ein Werwolf. Wieso ist sie um 19 Uhr schon so müde? Wie sprechen beibringen? Kann er das noch nicht? Hä, zeig mal die Leiste. Oh mein Gott. Dass ich das nicht gemacht habe mit ihm. Oh, er ist tatsächlich jetzt mein Freund. Cool. Dann kann sie auch nach Hause gehen. So, dann legst du Adrian ins Kinderbett und gehst selbst schlafen. Oh, wir haben wieder Zeitungen. Die müssen wir erst wieder abbestellen. Dann sind gleich wieder alle am Schlafen. We love this. Um 4 Uhr nachts ist Sophia schon wach. Naja, dann mal los, wa? Wir brauchen keine Zeitung. So, sie kann ja nochmal Waffeln machen. Wir können uns ja nicht nur von Kuchen ernähren immer. Hat sich auch richtig gelohnt, sie zum Ballett dann anzumelden, weil sie hat heute Geburtstag. Spezi ist schon älter geworden. Sie würde gerne bis zur Ermüdung trainieren. Das ist in Ordnung. Und da jetzt eigentlich alle wach sind, können wir sie auch mal gerade altern lassen. Was ist mit ihrem Mund, Alter? Yay! Bisschen süß auch. Ich bin so gespannt, wie sie aussehen wird. Und? Oh! Dadurch, dass es Winter war, hat sie nicht so gute Noten bekommen können. Weil sie ja nicht so oft da war, also steigt das dann ja auch nicht. Deswegen hat sie jetzt geborene Darstellerin bekommen, was sehr interessant ist. Ooh, girl. She's pretty. Aber die Frisur bin ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan. So, diese Hausaufgaben können wir wegmachen. Sie hat jetzt diese Ballet-Dings, aber sie war ja nie da. Sie wird auf jeden Fall irgendwo teilnehmen an irgendeinem... einer außerschulischen Aktivität. Singen, zaubern oder schauspielern. Hier, dann geh doch in den Theaterverein. So, sie ist gerade auf der Arbeit. Dann speichere ich jetzt und dann mache ich ein Umstyling.
aber sie ist immer so cute, oder? I love her a lot. Das Puppenhaus können wir erstmal ihrem Bruder geben, I guess. Und ihr würde ich vielleicht noch einen eigenen Spiegel geben. Jetzt, wo sie ja auch im Theaterverein ist. Wir nehmen dieses Holz. Yes. Kann sie da nämlich Charisma und so üben. Aber sie ist so unheimlich süß. Nice. Riley hat auf jeden Fall das hier abgeschlossen und sie bekommt jetzt eine Gehaltserhöhung. Nice. Und ich guck mal, ob wir hier trainieren können, ob wir hier genug Platz haben. 21 Tage lang ist sie jetzt Teenager. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit ihr, was ich sehr schön finde, weil sie ist so süß. So, dann erreicht sie nämlich jetzt gleich auch ihre 4 Stunden. Oh, das war's schon. Oh mein Gott. Nein, geh weg. Riley! Wir werden hier alle Promis. So, das Kind muss einmal kacki. Werden wir definitiv noch sprechen üben. Geht ja gar nicht, dass er das nicht kann. Sie erreicht auf jeden Fall gleich schon mal ein weiteres Level. Das ist schon mal sehr schön. Sieht ein bisschen wild aus, wenn das da steht. Ich glaube, ich packe das erstmal hier so hin. Level 5. Es ist ja nur 2-mal die Woche, der Theaterverein. Und ratet, wer schon wieder angerufen wird? Manometer. Aber jetzt ist Zeit fürs Kind. Sprechen lernen ist sehr wichtig. Und sie soll nach der Arbeit, sie möchte ja so gerne bis zur Ermüdung trainieren. Obwohl, das kann sie auch zu Hause machen, oder? Kann sie einfach mal machen. Sie würde gerne einen Teilzeitjob annehmen. Sehe ich aber jetzt irgendwie nicht so. Weil die hat jetzt wahrscheinlich dann noch genug zu tun. Mit ihrer außerschulischen Aktivität und so. Tanze 3 Stunden in der Diskothek. Nee, kein Bock. Och, Mausi! Leni kann ja doch hier drauf. Süß. Sie kann ja jetzt mal Leni baden. Man kann übrigens auch romantisch werden mit denen. Das ist sehr wild. Ava macht Abschluss. Süß. Ava das Fahren beibringen. Das ist süß, aber ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, weil wir haben viel vor in unserem Leben. Jetzt hat sie den Backofen natürlich nie benutzt, aber Adrian freut sich auch drüber. Der Hund kommt da dann nicht rein. Warte mal. So vielleicht? Wie weit seid ihr denn hier? Ja, gut dabei, weil Sophia muss ja gleich arbeiten. Das geht immer noch nicht. Ach, nerv mich nicht. Dann schiebe ich das hier hin und das dahin. Müsste das funktionieren, hoffentlich. Schon schwer, so einen Hund zu baden, hä? Hallo. Lassen Sie mich bitte diesen Hund baden. Er scheint zu funktionieren. Vielleicht schafft sie es auch, das zu entstopfen. Sophia wurde eingeladen, aber das geht nicht. Wir müssen arbeiten. Heute haben die Kollegen von Sophia eine Überraschungsparty für sie veranstaltet, weil sie so eine angenehme Kollegin ist. Süß. So, danach muss sie auf jeden Fall duschen. Das hat funktioniert. Sehr schön. Sie hat 2 Wünsche erfüllt. Hm. Können natürlich mehr sein, ne? Jetzt geht sie richtig stinkend zu ihrem Sohn. Ihm geht es aber an sich gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann soll er jetzt weiter sprechen lernen. Fehlt ja nicht mehr viel. Aber ich liebe sie so sehr. Sie ist so, so unfassbar süß. Ich finde, sie hat auch richtige Teenager-Vibes. Yay, Adrian kann sprechen. Jetzt gibt sie auch ihrem Bruder eine Fläschi. Das ist sehr süß. Good night, my girl. Also ich finde das neue Haus supi. Süß, die waren deswegen im Theater. Cute. Guck mal, die haben einfach eine volle Leiste. Wie süß ist das denn? Okay, anscheinend hat Ava es nicht fertig gebracht, das zu entstopfen. Was witzig wäre, es gibt ja auch diese Wünsche, dass sie sich dann so einen teuren Wagen kaufen wollen für so 10.000 Simoleons oder so. Das fände ich halt geil. Wenn wir den Wunsch kriegen würden, weil das können wir halt erfüllen und es ist halt einfach witzig. Aber leider kam der bisher noch nicht, oder? Ich habe ihn übersehen. Vielleicht kommt sowas ja noch, weil das ist halt auch easy zu erfüllen. Gut, ich würde dann an der Stelle aber auch dann schon mal den Part beenden, während es hier schön speichert. Weil ich nehme jetzt schon tatsächlich deutlich länger auf, als ich normalerweise aufnehme. Ich hatte gerade sehr viel Spaß, deswegen. Ja, also ist das einmal abgestürzt, das ist natürlich blöd und der Großteil des Parts ist jetzt ohne Cam, das ist natürlich auch ein bisschen. Aber wir kommen damit klar, würde ich sagen. Nächstes Mal versuche ich es nochmal mit Cam. Also ich werde es halt jedes Mal versuchen und wenn sie halt dann freest sie und dann ist es halt einfach so. Ich mache mir da jetzt nichts mehr draus, es ist in Ordnung. Man muss sich ja nicht jedes Mal so aufregen, es ist ja blöd sonst. Nicht wahr? Gut, ihr Lieben, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder hoffentlich. Bis dahin und tschüss!